Ja, sie müssen doch nicht mich verklagen. Frau Jud, ich bin doch nicht Teil von dieser Untersuchungskommission. Und die haben ja gerade festgestellt, dass alles bestens und aufgeräumt ist. Nein, ich erwähne sie nicht in unserem Video. Nein, ja, wir drehen uns im Kreis um, Frau Jud, wirklich. Das bringt nichts. Also, nein, ich wünsche Ihnen auch schönen Tag. Ja. Seit die Parlamentarische Untersuchungskommission in Opfiken vor 3 Jahren angefangen hat, irgendetwas zu untersuchen, geht das dort hin und her zwischen der Beatrix Jud und dem Reststadtrat und dem Gemeinderat und der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Und ob das jetzt eine gute Werbung ist für den Wahlkampf, das mag ich zu bezweifeln, und zwar nicht nur wegen der Frau Jud. Gut, in Opfiken hat alles, was ein Kreisel ist, gar keine Werbung in der Mitte. Im Unterschied zum Beispiel zu Kloten. Allerdings versteckt sich dann dort die Werbung eher hinter der Kunst. Und dann muss ein Kunstexperte vom kantonalen Tiefbauamt anfahren und schauen, ob so eine Weissheckflosse eher Kunst oder doch eher Werbung ist. Oder wie ist es zum Beispiel mit so einem überdimensionierten Pack von der EHC? Eher Kunst oder doch eher Werbung? Nur die meisten solchen Konstruktionen sind ohnehin auf Zeit. Der grosse EHC-Hockey-Pack, der hat einen 5-Jahres-Vertrag. Das ist mehr als die meisten Trainer. Und Microsoft, der diesen hübschen Kreisel hier gekauft hat, die zügelt jetzt in einen noch viel grösseren Kreisel. In Circle in Kloten. Und damit sind dort jetzt 55% der vermietbaren Fläche schon vermietet. Ist das viel? Ist das genug? Naja, für die SVP-Kantonsrätin Theresia Weber aus Wittiken ist es einmal sicher noch nicht genug. Sie hat nämlich Angst, dass die ganze Milliardenbaustelle Circle zu einem finanziellen Fiasko für den Steuerzahler könnte werden. Und der Steuerzahler, der hält ja Aktien an der Flughafen Zürich AG. Und wenn die jetzt mit dem Projekt so rote Zahlen schreibt, dann fühlt sich das sehr direkt auf Dividenden. Moment schnell. Ja? Was Anwalt? Was von der Frau Jud? Ja, sie könnte nicht einfach... Ja, nein, aber unser Video ist doch... Nein, aber ich verklage ja auch nicht einfach irgendwie Zürich Ost, nur weil sie auf billige Art und Weise versuchen, meinen Wochenrückblick zu kopieren. Nein, das können sie doch nicht machen. Nein,